Werte Wandersleute, willkommen zurück zu einer neuen Folge DSA. Wandersleute. Das schwarze Auge. Wir befinden uns immer noch in Aventurien, in Gareth, im goldenen Löwen der Taverne, des Glücks, der Freude. Und ist ja nicht der keulende Löwe. Ja, zum keulenden Löwen. Echt? Zum keulenden Löwen. Zum keulenden Löwen habe ich hier aufgeschrieben. Ja, okay. Oh, hey. Oh, hey. Toll. Wattenmeister. Wattenmeister. Achso, ihr wart Spielstand. Ja, okay, wir hören jetzt auf. Damit ist das Abenteuer beendet. unsere Helden sitzen halt noch in eben dieser Taverne da. Wir schließen natürlich nahtlos an ans letzte Mal. Wir haben ja auch nur eine kleine Pause gemacht. Wir haben letzte, genau, so endet das wirklich. Lass mal kurz eine kleine Pause machen. Okay, 4 Monate später. Wir sitzen wieder an dem Tisch. Weiter geht's. Genau, unsere Helden sitzen in der Taverne. Und die letzte Situation war, dass wir aufgestanden sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist das korrekt? Korrigiert mich jemand? Ne, wir sind aufgestanden und gehen gerade die Treppe runter, so genau, nach dem Motto, und würden jetzt quasi im Gastraum wahrscheinlich frühstücken. Zu ja, neuen Abenteuern aufbrechen. Wahrscheinlich, ja, eventuell. Wir haben halt noch das Problem, dass... ihr ihn nicht mögt. Nee, umgekehrt. Okay. Wir sind ja abgeschlossen, wir haben ja abgeschlossen. Weil ihr habt abgeschlossen mit eurem Leben, da habt ihr recht. Nein, du hast ja deine Strafe gekriegt, deswegen sind wir ja easy jetzt, aber du bist noch ein bisschen pissig auf uns, glaube ich. Bisschen. Es schmeckt halt nach Scheiße noch in meinem Leben. Deswegen brauche ich schon die ganze Zeit die Du hast angefangen mit Scheiße rumzuwerfen. Ist dein Knöchel eigentlich mittlerweile durch Begebenheit? Hier steht noch verletzter Knödel bei mir drauf. Es ist ja nur ein Tag vergangen. Okay. Der ist natürlich noch angeschlagen. Verletzt. Okay. Oh. Interessant. Okay. Genau. Komm ich jetzt zu Uli Hoeneß eigentlich ins Gefängnis? Ja, ihr beiden habt wollt ja, ich meine, wenn ich kommst du ins Gefängnis? Scheißegal, lass mal hier. Mit jedem haben wir doch schon voll viel gekämpft, oder? Ja. Ich kann mich an keinen Kampf erinnern, außer nee, wir untereinander. Wir doch, diese einen. Klar, wir haben noch gegen die in der Hülle da gekämpft. Ja, richtig. Mit den Zwergen. Die Banditen. Ich hab dir den Kopf abgeschlagen. Weißt du, da war ich aber nicht dabei. Peter und seine Quests. Peter hat sich ja hinter seinem Bäumchen versteckt. Ich musste meinen Charakter spielen. Okay, lass mal weiter. Auf jeden Fall schreiten unsere Helden nun die Treppen der Taverne zum keulenden Löwen herab. Eine gewisse Spannung seitens Blädern schwirrt noch ein wenig durch den Raum. Aber ansonsten findet ihr vor einen normalen Tavernenraum mit einigen Gästen, ein fröhlicher Wirt, der Bier als auch andere Getränke und Sachen zu essen verteilt. Aber so früh schon Bier? Ja, bin klar. Bin ich dabei. Konterbier. Da bin ich dabei. Ja. Was tut ihr? Ich gehe zum Wirt und sage, ich hätte gern Bier. Ja, Freunde, ich besorge schon mal einen Tisch. Du holst da Bier. Okay, wer will noch ein Bier? Und ich hätte gern einen frisch gepressten Orangensaft. Ist Blädern eigentlich dabei? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wo bin ich? Also du wärst die Treppe runter. Ja, er humpelt die Treppe ja mit runter. Nee, hey, bin ich denn überhaupt bei denen noch? Nee, du hast ja woanders geschlafen. Aber nee, du hast in dem gleichen Rest. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Das ist halt die Frage, haben wir uns oben getroffen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir drei gehen runter und er ist noch in seinem Zimmer. Wir hatten ja unsere Einzelzimmer. Ja, stimmt. Peter kennt sie ja auch. Gut, dann legen wir das jetzt einfach so fest. Ihr drei geht runter und du bist dann gleich dran. Okay, ihr seid unten im Raum. Der Raum wurde gerade beschrieben. Du möchtest zum Wirt gehen. Ja, ich gehe zum Wirt und sage, verehrter Mann, wir hätten gern 2 Bier und haben sie auch frisch gepressten Orangensaft. Na, muss mal kurz gucken, wa? Ey, Mari! Kommst mal kurz vorbei, ey, weißt du? Ja, kommt Margret vorbei, ja. Weiße. Ja, Heinz, was kann ich für dich tun? Ja, der Mann hier, der will ein Bier schon haben, wa? Tu noch was 2 und einen geilen frisch gepressten Fresh gepressed. Margret geht halt wieder weg, holt den frisch gepressten Orangensaft und stellt dir halt 2 Bier dahin und sagt, guten Durst, mein Herr. Nee, das sagt er, nicht sie. Sie sagt, guten Durst, mein Herr. Ich nehme mir die Sachen und gehe weg. Sehr gut, geht aufs Haus. Boah, ich wollte mich gerade fragen, muss ich dich mal bezahlen? Ist in der Nacht ein Team mit drin. Ah ja, nice. Okay. Ja, ist mit Frühstück. Weißt du? Aha, also Bier mit Frühstück. All inclusive. Also nein, Frühstück, gibt es denn Bier beim Gibt's da Buffet auch? Ne, Buffet gibt's nicht. Achso, dann gehe ich wieder zurück. Was gibt's denn? Ja, genau. Und sage, ich hätte gern auch noch einmal Frühstück für 3 Personen. Einmal Frühstück für 3 Personen. Wo sitzen Sie denn, mein Herr? Ich zeige in die Richtung, wo wir sitzen. Ach, ich würde gerne noch eine Aktion bringen. Okay, und ich würde gerne kurz an meinem Orangensaft nippen. Den hast du noch gar nicht. Okay, aber ich würde gerne zum Wirt gehen, also an Peter vorbei. Also er geht Petro. Zum Tisch. Petro. Er geht an mir vorbei mit den Getränken. Ja, so. Und ich gehe zum Wirt und ich möchte ihn gerne fragen, ob er für die Betten oben noch Schafswolle gebrauchen kann. Ich muss sie ja irgendwie loswerden. Ich habe die nicht umsonst mitgenommen. Ist auch legitim. Okay, also erstmal, du hast dein Frühstück bestellt und gehst jetzt halt Richtung Tisch. Jawohl. Währenddessen kommt halt Gierlab dahin. So.
Mein Herr, was kann ich für Sie tun? Herr Wirt, ich habe... Das ist ein Krug, der sauber gemacht ist. Ja. Muss zwischendurch reinspucken. Ja. Ich habe noch hochwertige Schafswolle, Einstein Schafswolle noch zu vergeben. Einstein. Könnten Sie das vielleicht für Ihre Herberge gebrauchen? Boah, Moment! Margret, komm schon mal her! Ja, was ist denn, Schatzi? Ja, der Herr hier, der möchte uns ein wenig Schafswolle verkaufen. Reine Schafswolle. Reine Schafswolle, und zwar einen ganzen Stein. Oh, da warten wir schon so lange drauf. Der derzeitige Lieferer hier in der Gegend, der konnte es nicht geben. Ja, kauf es! Ja. Ja, mein Herr, vielleicht sind wir interessiert. 5 Silberstücke. Deal. Ja, Mann! Jetzt habe ich so gut handeln, Alter. Jetzt habe ich 30. Wow. So, ich bedanke mich natürlich beim Wirt, überreiche die Schafswolle. Die Schafswolle überreiche wiederum das Geld. Ist weg und ich begebe mich zurück zum Tisch. Erstes geil. Erfolgserlebnis an diesem Abend. Voll. Ja, echt, Mann. Da ist der Gerlam schon direkt happy. Ach stimmt, wie ist das? Ich bin noch 23. Oder? Ich habe voll wenig, ich bin gut. Voll der Arme. Gerlam begibt sich damit auch zum Essentisch. Christian, was machst du? Du siehst halt gerade, also, wie er. Also Petro kommt schon an. Ja. Das heißt, ich hole erstmal meinen Holzbecher raus, denn aus Prinzip trinke ich nur aus meinem eigenen Becher und ich werde gleich das Bier in meinen Holzbecher umfüllen. Denn, naja, das ist halt mein Becher und aus anderen Bechern trinke ich nicht, weil die sind dreckig. Verstehe. Ja. Also freue ich mich jetzt auf das Bier und warte halt auf Petro. Denn ich sitze ja schon am Tisch. Okay, leider, was tust du? Du befindest dich gerade noch in deinem Zimmer, du freust dich ein bisschen darüber, was du beim letzten Mal alles so ergaunern konntest. Aber, was habe ich denn nochmal in der Tasche? Ich glaube, das ist ein bisschen Gold, Gauner oder so. Ja, ja. Essbesteck, cool. Und ob deine Rachegedanken abgeklungen sind oder nicht, das kann ich dir, diese Entscheidung kann und möchte ich dir an dieser Stelle nicht abnehmen. Trotzdem bist du halt hellwach und der Tag scheint ein schöner zu werden. Ein schöner Tag. Ich gucke erstmal mich in dem Zimmer um. Was gibt's denn da? Ist halt ein normales Gastzimmer, ein Holzbett mit Stroh gedeckt und ein kleines Nachttischchen und eine Fallluke als Nachtpott. Geil, dann gehe ich erstmal einen abseilen. Muss er darauf würfeln? Ob ich durchfalle. Ja, okay, worauf soll ich denn? Ich würfel. Ja, dann würfel noch mal dreimal auf Körperbeherrschung. Also der Name Bläder, Selbstbeherrschung heißt das, glaube ich. Selbstbeherrschung und Körperbeherrschung. Sorry. Also, so, pass auf. Eine 6. Oh, schade. Eine 4. Eine 20. Oh. Und eine 20! Ja, du hältst also deinen Arsch auf den Pott, dass du hier würfelst. Und du presst richtig hart, aber du presst also so hart, dass die fast hochkommt, ja? Aber kommt nichts. Du musst eigentlich richtig hart kacken und das auch im Zustand, der dich auf jeden Fall noch eine Zeit lang belasten wird. Ja? Also es könnte jederzeit irgendwann vielleicht passieren, dass du auch mal durchaus auf Toilette müsstest. Riecht der nicht am Bieten, wenn er zu krass drückt? Ja, das war nicht mal 3, wir haben nur 21. Dann kriege ich höchstens einen Prolaps. Ja, Platz drückt der Arsch bei ihm. Weißt du? Ja, gut. Okay, also das war halt ein unbefriedigender, nicht vorhandener Morgenschiff. Und schon ist der Tag wieder scheiße. Toll. Fuck. Was mache ich jetzt? Weiß ich nicht. Ich gehe jetzt... Was denke ich mir, was mache ich dann? Ich gehe jetzt einfach da nach unten. Gut, dann auch Bläder packt seine Sachen zusammen, geht nach unten, du siehst halt natürlich den gleichen Wirtsraum wie die anderen auch, kommst du selber runter, siehst deine drei Gefährten an einem Tisch, sitzen mittlerweile Stakel hat gerade dafür gesorgt, dass sein Bier umgeschüttet wurde, ja. Von einem Becher in den anderen. In der Zeit habe ich meinen schon ausgetrunken. Genau, in der Zeit hat er seinen schon weggezogen. Ich signalisiere dem Wirt, dass ich gerne noch eins. Wobei, nee, ich winke dir zu. Okay. Oh. Sehe ich das? Ja, du siehst das. Ja. Also ich mach. Okay? Ich geh aber zu ihm hin. Okay, du kommst an den Tisch an. Okay. Unterhaltung. Sag mir mal, was sehe ich auf dem Tisch? Du siehst drei Frühstücke. Alles Mögliche, halt ein paar Brötchen, beziehungsweise ein paar Brote, sag ich mal, ein bisschen Käse, ein bisschen Wurst. Also es ist halt schon ein gutes Frühstück, bäuerliches gutes Frühstück. Dann die Getränke mit dabei, sein Krug ist halt leer, ein zweiter leerer Krug steht halt bei Christian, sein eigener Krug ist halt voll. Und der gute Gierlab, der trinkt halt auch gerade seinen frisch gepressten Orangensaft aus einem Holzbecher. Ich sag noch kurz guten Morgen, haben Sie Ihre Lektion jetzt gelernt? Ich sag übrigens auch guten Morgen, freundlicherweise. Ich habe gerade mein Bierkrug an. Morgen. Ich sage auch guten Morgen und versuche zu dem nächstmöglichen Essen zu greifen und will mir halt was weggreifen. Von, wer ist denn der Nächste von den dreien? Moment.
Dann wäre es so, wenn du die Treppe runterkommst, das ist halt ein runder Tisch. Ja. Und du würdest quasi genau so oder so auf die leere Seite zulaufen. Und Petro sitzt an der Seite, die am nächsten, also quasi der erste von rechts. Snake sitzt der erste von links und Gierlap sitzt halt dann quasi genau gegenüber. Okay. Dann nehme ich mir Pietros Brot. Petro, nicht Petro. Petro. Petros Brot. Beiß rein und sag: Guten Morgen, ihr Affen. Ja, dann tu das doch. Ich tue das. Also, Lektion nicht gelernt. Das finde ich sehr schade. Lassen Sie sich das Brot schmecken, aber hier sind Sie nicht willkommen. Gut. Dann bin ich sehr traurig. Gehe ich halt jetzt und gehe. Tschüss! Ich Wichser! Ich rufe den daher, du sollst mal nochmal so ein Lied spielen und schnippe dir einen Heller zu. Moment, nee, da gab es noch was drunter. Kreuzer. Kreuzer und schnippel dein Kreuz hinterher. Das bekommst du mit. Ja, okay. Dann nehme ich jetzt. dann nehme ich jetzt seinen Bierkrug. Den ich in der Hand habe. Den er in der Hand. Du bist ja gerade weggegangen. Achso. Ja, stimmt, den Kreuzer, okay, das kriege ich mit. Ja, dann nehme ich den Kreuzer und heb ihn auf und gehe weiter. Okay. Wo gehst du denn? Nach draußen. Okay, dann gehst du Richtung Tür. Ich habe ein Kreuzer mehr. Du frühstückst nicht mal? Ne, ich habe ein Brot gegessen. Ja, stimmt. Das habe ich mitgenommen. Das habe ich ja nicht. Der Brot ist halt weg. Spasti. Was war denn nochmal? Ich bin jetzt hier der Spasti, oder was? Du isst mein Brot einfach und bist unverschämt. Keine Ehre. Ehrenlos. Hashtag ehrenlos. Über Silber waren Dukaten oder so, ne? Ja. Oder? Alter, ich hab jetzt einen Kreuzermann. Also voll geil. Dukaten, Silber, Heller, ein Kreuzermann. Kreuzer. Wenn ich 1000 Kreuze habe, dann habe ich einen Stern zerstört. Boah. Einmal den geilen. Also, du willst auch das Monatsbest doch einfach weiterziehen, oder? Klar. Gut, also was möchte denn die Tischgesellschaft gerade machen? Ich glaube, wir frühstücken einfach und machen uns dann auf den Weg, dass wir gucken, ob wir irgendwas erleben. Ja. Ich glaube, währenddessen unterhalten wir uns noch so ein bisschen über den Herrn Bladam, der mal wieder völlig daneben gegriffen hat. Ich glaube, wir einigen uns einfach darauf, wir trinken unsere letzten Schlucke, stellen die Becher auf den Tisch, sagen dem Wirt und der Wirtin, danken für die nette Gastfreundschaft und verlassen dann das Gebäude, würde ich sagen, oder? Ja. Gut, das wären dafür auch, natürlich bist du schneller draußen. Selbstverständlich. Geil. Weil die ja natürlich auch Zelle, Frühstück und so weiter. Mhm. Du kommst also, du verlässt den keulenden Löwen und trittst auf eine sehr belebte Straße. Es ist ja gerade früher Morgen. Viele Handelsmänner sind da, Bauern, die ihre Waren zum Markt bringen. Also es ist wirklich reges Treiben. Du stellst halt fest, dass ihr euch halt auf einer Geschäftsstraße befindet, mit allerhand Läden und so weiter. Aber ansonsten, just in diesem Augenblick noch nichts Besonderes. Möchtest du etwas tun an dieser Stelle? Ja, ich würde gerne. Gibt es irgendwie sowas wie so eine Gaukler-Gilde oder sowas in der Stadt? Beziehungsweise. Das weiß ich davon du so was? Nicht. Weiß ich noch nicht. Okay, dann gehe ich zu der nächsten netten Wache, falls ich irgendwo eine sehe. Sehe ich eine Wache? Du siehst auch Wachen, ja sicher. Ja, dann gehe ich zu denen hin und. Guten Tag, der Herr! Den, Gareth zum Gruße! Die Wache guckt dich abfällig an. Ich suche eine Gauklergilde, damit ich ein wenig Geld verdienen kann. Die Wache dreht sich um und geht. Ah ja, Scheiße, für alle, die nicht gewiss, ich habe eine 17 gewürfelt. Ich musste. Ja, der Meister würfelt ja auch eigentlich im Geheimen, oder? Halt sie mal, sie blöder Spasti! Das ist aber eine gute Idee, so an Wachen ranzugehen. Ich habe mit ihnen geredet. Die Wache dreht sich um. Passen Sie mal auf, kleiner Wicht, ja? Ich, allgegenwärtige Mitglied der Garita Wache zu Praios, ja? Höchster Gott in unserer Welt und Sie sind ein kleiner Dreckspenner.
Und ich frage hier nach Arbeit. Ja. Und ich möchte das ehrlich und richtig verdienen. Ja, da können Sie mich mal ein bisschen unterstützen. Arbeit für solche Leute, wissen Sie, wo die gibt? Im Orkland. Als Hure. Wo ist denn das Orkland? Lieber Herr Oberwachtmeister. Spaß. Ja, das ist kein Problem. Also das Orkland liegt von hier ungefähr 7 Tagesmärsche im Süden. Und da ist auch gerade ein kleiner Krieg zwischen den guten Menschen und dem sumpfigen Ork-Mist. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich jetzt einfach 7 Tagesmärsche in diese Richtung laufen. Und dann werdet ihr da. Wissen Sie was? Dann kann ich Ihre Mutter da endlich mal ficken. Das heißt, du willst es aber. Also das ist jetzt natürlich schon eine Ehrbeleidigung gegenüber dem Gesetz. Also. Boah, weißt du, kommt gerade aus der Verhaftung. Ich weiß ja, du bist lustig. Ja, die Wache toleriert das natürlich auf keinen Fall und entschließt sich dazu, nach dir zu greifen und du darfst jetzt dreimal auf Körperbeherrschung mal kurz, auf Körperbeherrschung wirken. Möchte nochmal auf dieses Bild hinweisen, wenn wir gleich aus der Taverne kommen und ihn schon wieder mit... 15. Das ist schon mal versagt. 5. 11. Moment, ganz kurz. Du kommst raus, siehst schon wieder so eine Wache, die den so am Kragen hat. Und dir kommt spontan die Idee, dass Weglaufen jetzt extrem klug wäre. Und deswegen machst du das und rennst einfach in die entgegengesetzte Richtung der Wache. Die entschließt sich dazu, aber die richtig hart auf den Sack gehen zu lassen. Und der ist deswegen das Wachenhorn, um Verstärkung zu rufen. Und gibt halt Fersengeld dir hinterher, während halt quasi ihr gerade anfangt loszurennen, betretet oder kommt ihr halt so langsam, was ich es öffnet sich gerade die Tür, Staken ist der Erste, sieht wie Bläder am Fersengeld geht an ihm vorbei, und von rechts nach links so zoom, wie so der Roadrunner. Moment. Also pass auf, wir kommen raus, ja. Und er läuft in dem Moment an uns vorbei, mhm. Dann versuche ich ein Beinchen zu stellen. Okay. Paco, ich habe gerade darüber nachgedacht, aber wir versuchen ihm zu helfen, aber das ist auch eine Möglichkeit. Dann darfst du einmal würfeln mit dem W20 und du auch. 4. 4. Attacke ist geglückt, Parade aber auch, das heißt, du weichst aus und springst quasi über sein gestrecktes Bein einfach drüber und grinst weiter. Ja, war mal ein Versuch wert. Ich renn hinterher auch. Also ich renn hinterher, nicht weil ich ihn fangen will oder so, sondern weil ich wissen will, was passiert. Okay. Gut, also in dem Moment, wo er an dir vorbei rennt, rennst du auch schon los. Quasi, du siehst halt, wie er rennt, wie er über sein Bein drüber gesprungen. Ja, sicher, du siehst halt, wie er fertig, Junge! Das ist wahrscheinlich auch das Horn. Meine Mutter beleidigt und du hörst halt das Horn der Wache. Ja, richtig. Ja, nee, ich renn dann ihm hinterher, ja. Also ich fange an zu rennen, wenn er schon, also ich bin dann quasi zwischen Wache und ihm. Okay, ich möchte an dieser Stelle einmal ganz kurz sagen für die Zuschauer, auf der Geschichtshistorie stand aktuell, ja, bis jetzt Frühstücken. Ja. Das war's. Part 1 von 2 Seiten oder so. Aber ist egal, es ist gerade interessant. Ja gut, dann gibt's halt auch Fersengeld. Eure Entscheidung? Ich schaue mir die Szenerie entgeistert an und halte mich raus. Du bleibst stehen. Ja. Ich bleib erstmal bei dir, weil ich weiß, ich habe gerade gefrühstückt, wir haben Bier im Tuss. Ich kann da jetzt nicht anfangen, da loszurennen. Ich hab auch mein Schild, meine Achsen, was weiß ich nicht, alle dabei. Es sind mir zu viele Menschen auf einmal und das Ich guck mir da die Hühnerjagd guck ich mir erstmal an. Versteckst dich hinter ein und dann snackst du am Ende alle ab. Ne? Ich bin am überlegen, ob ich das bei der Wache auch nochmal. Nee, aber ich gucke mir das die Hühnerjagd auch erstmal an. Ja. Okay, weil gut. Gerade echt stressig. Dann gibt Blädam halt Fersengeld, Petro hinterher, die Wache in etwas langsamem Takt, weil die ein bisschen außer Atem ist, weil die ganze Zeit in die Horn bläst, auch hinterher. Und ihr rennt quasi von euch aus gesehen rechts lang die Straße entlang. Und du ganz vorne weg natürlich, was möchtest du denn tun? Ich suche nach einem. Wie weit bin ich weg von der Wache? Jetzt haben wir so gute 10 Meter. Okay, gut, dann irgendwelche Sachen, die ich so umwerfen kann oder sowas in der Nähe, damit ich die abschütteln kann. Vielleicht. Also so es ist halt eine relativ breite Marktstraße, aber natürlich sind da einige Kisten mit Waren und dann Gemüse und Obst und so weiter. Wo du natürlich die Möglichkeit hast, diese entweder umzurempeln oder versucht nach einem Netz zu schmeißen oder kann auch nebenbei mitzunehmen und zu essen, wenn du möchtest. Also die Möglichkeiten sind viel. Sehe ich irgendwie kleine Gassen, um mich klar, zu verstecken? Alle paar Häuser hast du links und rechts Abzweigungen, wo man reingehen kann. Okay, dann. Du weißt natürlich nicht, wohin die führen. Ja, das ist wohl wahr.
Führst du mich jetzt in eine Sackgasse? Ja, das soll ich auch. Okay, ich nehme die erste Abbiegung links. Gut, möchtest du da hinterher rennen? Ja. Du rennst hinterher. Also Blädam biegt auf der ersten Seite links ab und sieht eine kleinere Mauer, ich sag mal so 1,50 Meter hoch. Oh. Also es geht halt schon klar, da könnte man schon fast drüber springen, wenn man einigermaßen gut das kann. Was wir jetzt mal kurz testen, wie gut denn deine Athletik so ist. Ja, die müssen sehr gut sein, oder? Ja, stimmt, ich glaube Athletik. Ja, geht wohl klar, mal schauen. Wenn man denn keine 15, eine 17 und eine 6 würfeln würde. Okay, dann darfst du das auch einmal tun. Jawohl. Ich habe Athletik. Hast du meinen Wert? Ich habe nur eine 5 ist mein aktueller Athletikwert, nachdem ich gelevelt habe. Aber die Wache kommt da erst vor Peter, oder nicht? Vor Peter. Hast du bei mir auch die neuen Werte? Eigentlich? Du hast bei mir 2 in Athletik? Nee, 5. 5? Weil gelevelt. Okay. Komisch, dass ich gerade bei Jackass ändern. Sollte man die dann mal noch mitteilen irgendwann? Das macht ja nichts. Ja gut, aber rein trotzdem nicht. Körperliche Talente. Das erste direkt. Unterkörperliche Talente. Da bist du hier schon gar nicht so falsch. Körperliche Talente. Athletik. Ah ja, stimmt. What the fuck? Okay. Also das ist dann ja, was ist denn das? Geschick, Konstitution und Körperkraft. Athletik? Ja. Du Wurst. Alter, ich war auf einer Kampfschule, ja. Okay, ich würfel. Oh. Ja, würfel mal. 18. 13. Und eine 6. Geil. Kann ich das jetzt ausgleichen mit dem Wert? Ihr dürft euch also beide beim Versuch voll auf die Fresse lassen. Also du dürftest eigentlich nicht drüber hinwegkommen, wenn ich das richtig wähle. Also Gewandtheit habe ich 13 plus 5 wären die 18, dann könnte ich die schon ausgleichen. Ja. Was habe ich danach gewürfelt? Eine 11, glaube ich. Eine 11 und eine 6. Ja. Konstitution habe ich. 13. Passt. Ja, Körperkraft 12 passt auch. Passt auch, ja. Du kletterst rüber und ich bleib hängen, Mann. Das geil. Also, Freunde, was passiert? Blädam versucht halt zum Sprung anzusetzen, kracht voll dagegen, ja. Wirklich so, scheiße, nicht hoch genug gesprungen, so ungefähr auf Bauchhöhe, kippt halt quasi drüber und macht so einen Schlag und ja, bleibt auf der anderen Seite erstmal liegen. Weißt du, ich mich frage, warum kann der eigentlich so schnell rennen, wenn der den verletzten Knöchel hat? Das ist eine gute Frage. Das hab ich aktuell bis jetzt nicht bedacht. Aber deswegen werden wir die Szene jetzt noch kurz zu Ende spielen, als wenn das nicht vorhanden okay. ist. Okay. Das haben wir nämlich gerade so. Ich hab Wunderheilung. Magische Wunderheilung. Ich könnte jetzt theoretisch drüber springen, wenn ich will. Ja. Aber stattdessen bleibe ich stehen und helfe ihm auf. Du stehst aber auf der anderen Seite der Mauer, aber. Bin ich schon drüber gesprungen? Ja, aber er hat doch den Sprung geschafft. Er könnte ihn machen, wenn er möchte. Aber er ist ja dagegen gesprungen und hat es dann quasi so überschlagen und liegt jetzt hinter der Mauer. Okay, dann springe ich drüber und helfe ihm da. Aber ist die Konstellation so gewesen, hier, nee, nicht Blädam, Wache, Petro oder Blädam, Petro, Wache? Blädam, Petro, Wache. Okay. Also die Situation ist hier, er ist halt in diese Gasse rein, ja. Petro hinterher, die Wache hat es natürlich gesehen. Er springt über die Mauer drüber, überschlägt sich dabei, bleibt auf der anderen Seite regungslos sitzen, während Petro einfach da drüber jumpt, ganz elegant natürlich, ohne Probleme, ja. Bleibt auf der anderen Seite stehen, die Wache guckt da rein, sieht aber nur Petro, ja, und eben weiter. Werd nicht voll clever, wenn... Weil er dachte halt doch, falsche Abzweigung. Wache weg. Sagen wir einfach, das war das Adrenalin mit dem Knöchel. Keine Schmerzen, Ja. Ein Ambrosfeld von Höhlen unterschlägt. Nein, das ist okay. Tut mir leid, hab ich leider vergessen. Das sei noch eine Verletzung. Oh, haben wir aber Glück gehabt, ey. Ich hab Handstand gemacht und bin gerannt. Gut, du hilfst Blättern raus. Das auch. Aussehen. Im Vollspeed. Ja, ich helfe dir auf und sag dir, hab ich das mitbekommen, dass die Wache weitergerannt ist? Ja, sicher. Dann sag ich dir, hast du nochmal Glück gehabt, die Wache hat sich verdrückt. Was hast du wieder angestellt? Leck mich doch am Arsch, Alter, mein Bein tut so weh. Das ist ja nicht auszuhalten, diese scheiß Mauer. Verfickte Scheiße. Ja, ich habe gesagt, dass seine Mutter ein Ork ist, so ungefähr, den ich ficken werde. Warum machst du sowas denn auch? Weil er mich beleidigt hat, die dumme Sau. So ungefähr. Dafür kommst du ins Gefängnis. Aber gut, wir haben es ja geschafft. Wir müssen daran arbeiten. Du bist echt jetzt fertig. Also, aber, was? Aber ich helfe dir auf und frag dir, ob du laufen kannst. Frag dich, ob du laufen kannst. Kann ich laufen? Kannst laufen.
Ja, ich kann laufen. Okay, alles klar. Gut, was macht ihr in der Zeit? Ja, ja, wir haben gesehen, wo die hingegangen sind. Genau, wir haben ja gesehen, die sind in die Gasse gerannt, die Wache nicht. Und ich sag hier, hör mal, Gearlab, sollen wir uns nicht mal dazu gesellen, der Spaß scheint da vorbei zu sein. Ja. Dann bewegen wir uns auch Richtung Gasse und gehen mal dahin. Und ja. Guti, also begebt ihr euch halt auch Richtung, Richtung Gasse. Ja. Richtung Gasse. Während ihr halt auf die Gasse zuläuft, seht ihr halt, wie Blädam und Petro gerade halt aus der Gasse rauskommen. Wieder. Und ihr steht jetzt quasi so aus der Gasse schon raus auf der Hauptstraße, trotzdem relativ natürlich noch an der Seite, zwischen so ein paar Ständen und so weiter. Und ja, habt quasi die Situation aktuell gemeistert. Sehr gut. Yeah.